Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Sonntag, glaube ich, ist heute, oder? Ich habe keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Heute stelle ich euch jedenfalls 11 Fakten über den fliegenden Ford Anglia von Arthur Weasley vor. Und wenn ihr dieses Faktenvideo super cool fandet, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auch 2020 echt drüber freuen und ja, los geht's. Und natürlich, auch wie 2019, beginnen wir mit Fakt Nummer 1. Bei dem fliegenden, hellblauen Ford Anglia handelt es sich um ein von Arthur Weasley verzaubertes Muggelauto, welches danach nicht nur dazu fähig war, zu fliegen, sondern auch sich unsichtbar zu machen. Fakt Nummer 2. Genauer gesagt handelt es sich bei Arthur Weasleys verzauberten Wagen um einen Ford Anglia 105e Deluxe. Dieser wurde ab 1959 bis 1967 gebaut und war das letzte Anglia-Modell, welches von Ford produziert wurde. Fakt Nummer 3. Die Möglichkeit des fliegenden Ford Anglia unsichtbar zu werden, war keinem Zauber seitens Arthur Weasley zu verschulden, sondern belief sich auf technische Aufrüstungen in Form eines sogenannten Unsichtbarkeits-Servo-Antriebs. Ob dieser allerdings auch von Arthur erfunden oder nur gekauft wurde, ist nicht bekannt. Fakt Nummer 4. Bereits kurz nachdem J.K. Rowling ihr zweites Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens im Jahre 1998 veröffentlichte, bestätigte sie bereits in einem Interview, dass sie den Ford Anglia definitiv in den kommenden Harry Potter Büchern vorkommen lassen wird. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. In einer später herausgeschnittenen Szene des zweiten Harry Potter Films und auch im dazugehörigen Buch ließ Ron Weasley verlauten, dass der Ford Anglia aufgrund der Tatsache, dass er später im verbotenen Wald lebte, wild geworden sei. Daraus lässt sich schließen, dass der Wagen tatsächlich eine Art Bewusstsein besaß. Fakt Nummer 6. Im Jahre 2005, drei Jahre nach Veröffentlichung des zweiten Harry Potter Films, wurde der Original Ford Anglia, welcher im Film zu sehen war, in den Southwest Filmstudios in Cornwall gestohlen. Vermutlich von einem fanatischen Fan. Ein Jahr später, im Jahre 2006, wurde der Wagen in der Nähe eines Schlosses in England wiedergefunden. Fakt Nummer 7. Das Nummernschild des Ford Anglia ändert sich je nachdem, wo der Wagen dargestellt wurde. Im Film zu Harry Potter 2 lautet es 7990TD. Auf dem Cover des Buches ist zu erkennen, dass es mit einem H beginnt. Auf diversen Werbematerial wurde das Kennzeichen mit HOW777 gezeigt. Auf Pottermore lautet es COS207. Auf der Illustrated Edition des zweiten Buches lautet es HOW782D. Und in Hogwarts Mystery 903TRS. Fakt Nummer 8. Dass Pottermore das Kennzeichen des Ford Anglias mit COS207 kennzeichnet, liegt daran, dass COS für Chamber of Secrets steht und Harry und Ron auf Seite 207 des zweiten Buches von eben diesem Auto im verbotenen Wald gerettet werden. Dies gilt allerdings nur für die britische Ausgabe des zweiten Buches. Fakt Nummer 9. Der fliegende Ford Anglia war Rupert Grints Lieblingsrequisit der Harry Potter Filme. Zum Glück nicht Hermine. Fakt Nummer 10. Als die Harry Potter Studio Tour 2010 eröffnet wurde, kamen die meisten Harry Potter Schauspieler mit dem fahrenden Ritter dort an. Nicht aber Daniel Radcliffe und Rupert Grint, denn die beiden kamen passenderweise mit einem Ford Anglia 105e Deluxe. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 11. Es ist gut möglich, dass der Ford Anglia nicht Zeit seines Lebens im verbotenen Wald lebte. Denn schenkt man den Lego Harry Potter Spielen Glauben, wurde der Ford Anglia wohl in den Raum der Wünsche gebracht, wo er anschließend durch Golds Dämonenfeuer zerstört wurde. Ob man dies allerdings als Kanon wertet, bleibt euch überlassen. Für mich jedenfalls lebt der Wagen noch heute mit den Akromantulas im verbotenen Wald und wer weiß. Vielleicht hat er auch eine heiße Affäre mit einer Tochter Aragogs. Ja, das war mein kurzes, knackiges Faktenvideo über den Ford Anglia von Arthur Weasley. Wenn euch das Faktenvideo gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo auf meinem Logo da, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Ansonsten checkt auch die aktuelle Playlist der Faktenvideos ab und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!